Ja, hallo und damit herzlich willkommen aus der Stadt der Liebe, aus dem wunderschönen Paris. Oh la la, bonjour, bonjour, bonjour. Und da haben wir den Eiffelturm, La Tour Eiffel im Hintergrund, ist das nicht der wunderschöne? So, also, heute Daily Shop News von Fortnite. So, gucken wir mal hier rein. Was haben wir denn heute im alten Shop? Da haben wir den Musha. Oh, eine Musha sieht ein bisschen komisch aus. Ja, er ist schon. Ja, ich bin jetzt kein so großer Fan von dem Ding. Von mir kriegt er 5 von 10. Der Muscha, schauen wir mal, wie sind denn eure Noten bis jetzt beim Muscha ausgefallen? Diese kleiner hier wieder machen. Was haben wir da? 3,3 von 5 bei 44 Votes. So, okay. Mal ganz schnell wieder weg. So, was haben wir hier? Die Heim. Das Backpack ist schon irgendwie knuffig, das Backpack. Ja, Heim sieht eigentlich ganz, also, ja, gefällt mir schon ein bisschen besser als der Musha. Kriegt von mir, aber auch nicht so mega, kriegt von mir 6 von 10. Und gucken wir mal. Wir sind jetzt hier. 4,18 von 5, 98 Votes. Das ist aber sehr deutlich. 285 Reminders. So, dann haben wir Cat's Claw. Das Ding, das sieht schon cool aus, ne? So ein Teil. Also, wenn ich mir jetzt mal das Kätzchen-Ding da davon absehe, was da dran hängt, sieht das Ding echt nice aus. Die Picke. Und so ein Teil hätte ich gerne zu Hause, ohne Kätzchen-Accessoire. Und darauf gebe ich jetzt einfach mal 8 von 10. Ich finde, es sieht wirklich cool aus. Catsclaw. Sauber im Catsclaw. 3,88 von 5 bei 16 Volts. Was haben wir hier? Perfect kriegt von mir 0 von 10, finde ich. Sieht total. Ist halt ein Standardgleiter und ist nichts Außergewöhnliches dabei, das Ding braucht kein Mensch. Das einzig Gute daran ist, dass es nur 500 V-Bucks kostet, aber trotzdem. Also 4 von 5 bei 8 Volts. Jetzt kommen wir zu einem der außergewöhnlichsten Skins dieses Spiels. Ich finde den irgendwie richtig, richtig lustig und richtig, richtig nice. Komm, gehen wir direkt hin zum Tender Defender. Oder aber auch zum Federverteidiger. Mit dem Ei hinten drauf. Sieht schon echt nice aus. Das bricht doch auf. Ich finde den wirklich geil eigentlich, ja. Und der Hatchback, also beziehungsweise hier der Tender Defender kriegt von mir tatsächlich jetzt. Jetzt muss ich's, ich finde den cool. 8 von 10 oder 9 von, ich gebe ihm sogar 9 von 10. Tender Defender. Ich weiß, heute habe ich irgendwie, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Aber heute habe ich's. Tender Defender. Hier 3,12 von 5. Bei euch nicht gut angekommen. So. Der Scrambler. Oder auch der Schneebesen. Den finde ich scheiße. Und der Schneebesen kriegt von mir, ist schon mal mit dem Schneebesen verprügelt worden, der kriegt von mir 5, 4 von 10. Der. Wo ist er denn? Der Scrambler. Ah, ist der Scrambler. So, ist er, ist bei euch wieder, fliegt der. 4 von 5, aber nur 3 Votes. So. Und jetzt wird's halt richtig geil. Und alleine, wie das Ei angeflogen kommt. Und ey, ich finde das Ding so mega, mega, mega geil. Ich finde
finde das Ding wirklich mega geil. Und das kriegt von mir tatsächlich 10 von 10. Ich finde diesen Flappy Flyer oder Feder Pi, wie er in der deutschen Version heißt, ich finde den richtig, richtig nice. Ich finde den so witzig, ich finde den so cool. Wenn der jetzt noch die Eier hinten rausschießen würde und die Schaden machen würden, das wäre dann noch witziger. Das wäre auch cool. Das ist ein Ei auf die Birne. So, wie heißt denn der Flappy Flyer? Ja, auch hier 4,33 von 5 bei 9 Votes, nur 42 Miners. Ich finde das geil. So, dann haben wir den Rusty Rider. Ja, weicht ein minimal, also ja, weicht schon ein bisschen vom Standardgleiter ab. Sieht auch nicht ganz so schlecht aus. Kriegt von mir 5 von 10, weil es halt ein ziemlicher Standardgleiter ist. Hat so ein bisschen was von dieser Mad Max Geschichte da. Gucken wir mal hier rein. 3 von 5 bei 8 Votes. Ja. Dann haben wir hier wieder diese Harpoon X. Die hatten wir jetzt auch schon, keine Ahnung. Ich schätze die auch, das werden wir gleich auch sehen. 4 von 10. 5 von 10. 5 von 10 kriegt die Harpoon-Ex von mir. Ist jetzt nicht der Oberbringer, aber auch nicht das Schlechteste. Also hier 3,29 von 5. 6 Mal war es schon drin jetzt. So. Dann haben wir hier den absoluten Mega-Spitzer-Skin, weiß ich. Den, ich glaube, Tipio hatte sich den sogar geholt. Irgendwas war da gewesen. Soweit ich mich erinnern kann, der Bullseye. Und ich weiß, der Herr Sofort ist auch, da sagt er auch, ja, den findet er geil. Warum? Ja, weil er einen Tipp hatte oder so. Ich finde den jetzt gar nicht so toll, muss ich sagen. Und der Bullseye kriegt auch deswegen von mir nur 3 oder 4 von 10. Ja. Ich finde ihn halt wirklich, ich finde ihn nicht toll. Es tut mir leid. Ich weiß, er ist mega beliebt und aber ich muss mir deswegen nicht alles gefallen. So. Also 4,54 von 5 bei 26 Votes. 537 Reminders. Lecco Mio Tascho. Das ist echt abartig. Ja, Wahnsinn. Ich persönlich verstehe es jetzt nicht so ganz, aber ja, irgendwie ist das Ding in den Hype gekommen und ist halt mega beliebt. Ja. Wahnsinn, ey. Krass. So. Hier Maki Master. Maki Master kriegt von mir auch nur 5 von 10. 4,55 von 5 bei 11 Votes. 61 Reminders. Da hinten ein Sushi-Teil auf dem, ne? Der ist wiederum, den finde ich jetzt wiederum geil. Welcher Ecke ich komme, denn hier geht mein Herz auf, hier kommt mein Blut in Wallung, hier drehe ich gleich durch. Der Headbanger. Der Headbanger geht von mir 10 von 10. So, dann gucken wir mal. Richie, der Headbanger, der Richie. Und da sieht man, das ist halt, das ist genau der Unterschied. Ja. Man merkt, 2,6 von 5 nur für den Headbanger. Kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde das Ding einfach nur mega geil. Aber ist wahrscheinlich auch andere Generationen, keine Ahnung. Ja. Das war. Ich weiß, früher drauf abgefahren. Ich liebe Metal. Heute immer noch.
Je härter, desto besser. Wie geil. Also, ja, geht klar aus, ne? Macht so, und dann haben wir hier dafür. Oh. Oh, der ist wirklich so knuffig. Der ist wirklich goldig. Und ich glaube, passt zwar jetzt überhaupt nicht zum Headbanger, ja, aber. Aber passt auch hier, der Liebesranger mit True Love, ne? Ist schon knuffig, das Ding hier. Ja. Kriegt von mir auch 10 von 10 True Love. Finde ich nämlich echt nice. Finde ich total cool irgendwie. So, 4,44 von 5 bei 9 Votes, nur 2 in Stream anders. Und für 200 V-Bucks ist es echt cool, ja. So. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr auch einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auch freuen. Schreibt halt was in die Kommentare. Ja, und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben sollt. Und vor allem ganz, 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 ganz wichtig. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Achso, ja, teilt es doch mal mit euren Freunden. Ne, teilt doch mal unsere Videos mit euren Freunden. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch. Ja, nee, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop ist mit mir geil. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.